So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls Oblivion. Wir sind gerade mitten mit dem Im Wahn Barrenzia Teil 1. Wir machen direkt weiter. Dann wandten sich ihre geliebten Eltern ab und ritten von dannen, gefolgt von Rittern. Bald war der Hof so gut wie leer. Einige Zeit später rüttelte ein Kindermädchen Barrenzia frühmorgens eilig wach, zog sie an und brachte sie aus dem Palast. Ihre einzige Erinnerung an diese schreckliche Zeit war später, dass ein riesiger Schatten mit brennenden Augen am Himmel zu sehen war. Man reichte sie von einer Hand zur nächsten. Fremde Soldaten kamen, gingen und manchmal kehrten sie auch zurück. Ihr Kindermädchen verschwand und wurde durch Fremde ersetzt, manche davon fremdartiger als andere. Tage oder vielleicht wochenlang war sie auf Reisen. Eines Morgens erwachte sie und trat aus der Kutsche. Der Ort war kalt. Eine riesige graue Festung aus Fels stand inmitten von leeren, endlosen graugrünen Hügeln, auf denen Reste von grauweißem Schnee zu sehen waren. Mit beiden Händen klammerte sie sich an Wuffel, als sie blinzelnd und zitternd im Grau des Morgens stand. Sie fühlte sich sehr klein und sehr dunkel in dieser endlosen grauweißen Weite. Zusammen mit Hana, einer dunkelhäutigen, schwarzhaarigen Dienerin, die seit mehreren Tagen mit ihr reiste, betrat sie die Festung. Eine riesige grauweiße Frau mit eisgrau-goldenem Haar stand in einem der Zimmer am Feuer. Mit entsetzlich durchdringendem hellblauen Augen blickte sie Barrenzia durchdringend an. »Sie ist schon sehr schwarz, nicht wahr?« meinte die Frau zu Hana. »Ich habe noch nie einen Dunkelelf gesehen.« »Ich weiß selbst nicht viel über sie, Milady«, sagte Hanna, »aber die Kleine hier hat rote Haare und das passende Temperament dazu, das kann ich euch garantieren.« »Nehmt euch in Acht, sie beißt, und das ist nicht alles.« »Das werde ich hier bald austreiben«, sagte die Frau naserümpfend. »Und was ist das denn für ein widerliches Ding?« »Pfui!« Mit diesen Worten packte sie Wuffel und warf ihn in die Flammen. Barrenzia schrie und wollte sich ebenfalls ins Feuer werfen, doch alles beißen und kratzen nützte nichts. Starke Hände hielten sie zurück. Bald war der arme Wuffel zu einem winzigen Häufchen Asche verkohlt. Barrenzia wuchs wie ein junger Schößling im Garten in Himmelsrand als Mündel von Graf Sven und Gräfin Inga auf. Äußerlich hatte es den Anschein, als gedeihe sie prächtig, doch die Kälte und Leere, die sie empfand, war stets bei ihr. »Wie meine eigene Tochter«, habe ich sie behandelt, seufzte Gräfin Inga häufig, wenn die Damen der Nachbarschaft zum Klatsch kamen. Aber sie ist und bleibt ein Dunkelelf. Da kann man wohl nichts anderes erwarten, fürchte ich. Diese Worte waren nicht für Barrenzias Ohren bestimmt, dessen war sie sich relativ sicher, doch ihr Gehör war feiner als jenes ihrer nordischen Vormünder. Andere, weniger wünschenswerte Wesenszüge schlossen Plündern, Lügen und ein wenig fehlgeleitete Magie ein. Ein kleiner Feuerzauber hier oder ein kleiner Levitationszauber dort konnte ja nicht schaden. Mit zunehmendem Alter kam ein großes Interesse an jungen und nicht ganz so jungen Männern hinzu, die sehr Angenehmes zu bieten hatten und sogar Geschenke, wie sie überrascht feststellte. Aus Gründen, die Barrenzia verborgen blieben, sah Gräfin Inga diese äußerst ungern, weshalb sie diesen Aspekt so geheim wie möglich hielt. »Sie kann wunderbar mit Kindern umgehen«, setzte Inga hinzu. Dies bezog sich auf ihre 5 Söhne, allesamt jünger als Barrenzia. Ich glaube, sie würde nie zulassen, dass man ihnen auch nur ein Haar krümmt. Als Jonny 6 war und Barrenzia 8 Jahre alt war, hatte man einen Hauslehrer angeheuert, der die beiden gemeinsam unterrichtete. Zu gerne hätte sie auch die Kriegskünste erlernt, doch bereits das bloße Ansinnen rief blankes Entsetzen bei Graf Sven und Gräfin Inga hervor. Immerhin bekam sie einen kleinen Bogen und durfte mit den Jungen zum Spaß auf Zielscheiben schießen. Wann immer sie konnte, sah sie den Jungen beim Waffentraining zu, kämpfte gegen sie, wenn gerade keine Erwachsenen zusahen, und wusste genau, dass sie mindestens genauso gut war wie die Jungen. Wenn nicht besser. »Aber sie ist schon arg stolz, nicht wahr?« flüsterte eine der Damen dann Inga zu, und Barrenzia nickte in stiller Zustimmung, obwohl sie tat, als hörte sie nichts. Sie konnte nicht anders, als sich dem Graf und der Gräfin gegenüber überlegen zu fühlen. Sie hatten irgendetwas an sich, das verachtenswürdig war. Später sollte sie erfahren, dass Sven und Inga entfernte Verwandte der letzten adligen Herrscher der Festung Finstermoor waren. Da endlich begriff sie, die beiden waren Posseure, Hochstapler, keine wahren Herrscher, zumindest waren sie nicht zum Herrschen geboren. Dieser Gedanke weckte in ihr einen merkwürdigen Zorn auf die beiden, einen glasklaren Hass, der nichts mit Abneigung zu tun hatte. Mit der Zeit betrachtete sie die beiden als widerliche, abstoßende Insekten, die man verachten, doch niemals fürchten konnte. Einmal im Monat kam ein Kurier vom Kaiserhof. Stets brachte er einen kleinen Beutel mit Geld für Sven und Inga und einen großen Beutel getrocknete Pilze aus Morrowind für Barrenzia, ihre Leibspeise.
Bei diesen Gelegenheiten putzte man sie heraus, zumindest so weit, wie dies in Gräfin Ingers Augen bei einer dürren Dunkelelfe möglich war, bevor sie dem Kurier für ein kurzes Gespräch vorgeführt wurde. Selten kam derselbe Kurier zweimal, doch alle beäugten sie wie ein Bauer sein Schwein, um zu schauen, ob es schon marktreif war. Im Frühjahr ihres 16. Lebensjahres, meinte Barentia, der Kurier sähe sie an, als sei sie nun reif für den Markt. Nach greiflicher Überlegung beschloss sie, dass sie nicht den Wunsch hatte, zum Markt getragen zu werden. Seit einigen Wochen drängte sie der Stalljunge Strenz bereits, ein großer, muskelbepackter blonder Junge, ein wenig tollpatschig, lieb und zärtlich, so wie er einfach gestrickt, mit ihm davonzulaufen. Barentia stibitzte den Beutel mit dem Geld, nahm die Pilze aus der Vorratskammer und verkleidete sich mit Hilfe von Jonnys alten Waffenröcken und Kniehosen als Junge. In einer herrlichen Frühlingsnacht nahm sie mit Strenz zusammen die beiden besten Pferde aus dem Stall und ritt die ganze Nacht hindurch bis nach Weißlauf. Die nächste erwähnenswerte Stadt und der Ort, an dem Strenz sein sollte, wollte. Doch Gramfeste und Morrowind lagen ebenfalls gen Osten und zogen Barentia an, wie ein Magnetstein Eisen anzieht. Im Morgengrauen bestand Barentia darauf, dass sie die Pferde hinter sich ließen. Sie wusste, dass man sie vermissen und verfolgen würde und hoffte, eventuelle Verfolger so auf die falsche Fährte zu bringen. Bis zum späten Nachmittag gingen sie zu Fuß weiter und hielten sich an die Seitenstraßen. Einige Stunden Schlaf ergatterten sie in einer verlassenen Hütte. Abends gingen sie weiter und erreichten kurz vor Morgengrauen die Stadttore von Weißlauf. Barentia hatte eine Art Pass für Strenz zusammengestellt, ein improvisiertes Dokument, das besagte, dass er für einen kleinen Dorffürsten etwas in der Stadt zu tun habe. Sie selbst nutzte einen Levitationszauber, um über die Mauern zu gelangen. Diese Maßnahmen traf sie aus der Überlegung heraus, dass die Wachen am Tor mittlerweile sicher angewiesen worden waren, ein Auge auf eine junge Dunkelelfe und einen nordischen Jungen zu haben, die gemeinsam unterwegs waren. Eine Vermutung, die sich später als absolut zutreffend herausstellen sollte. Alleinreisende Dorfjungen wie Strenz dagegen waren zuhauf unterwegs. Alleine und durch Papiere ausgewiesen war es unwahrscheinlich, dass er Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Ihr einfacher Plan lief ohne Probleme. Sie traf Strenz beim Tempel in der Nähe des Tores. Diesen kannten sie von diversen früheren Besuchen in Weißlauf. Strenz dagegen war noch nie mehr als einige Meilen von Graf Svens Besitz entfernt gewesen, auf dem er auch geboren war. Gemeinsam machten sie sich dann auf einem heruntergekommenen Gasthof im ärmeren Stadtteil von Weißlauf. Handschuhe, Umhang und Kapuze schützten Barentia nicht nur vor der Kälte, sondern versteckten auch ihre dunkle Haut und ihre roten Augen. Getrennt betraten sie die Wirtsstube. Strenz bezahlte ein einfaches Lager, eine riesige Mahlzeit und zwei Krüge Bier. Wenige Minuten später schlich sich Barentia in den Raum. Voller Freude aßen und tranken sie zusammen, feierten ihre erfolgreiche Flucht und gingen auf dem schmalen Lager mit großer Energie den Freuden des Fleisches nach. Bald darauf sanken sie erschöpft in einen traumlosen Schlaf. Sie blieben eine Woche lang in Weißlauf. Strenz verdiente ein bisschen Geld mit Botengängen und Barentia brach nachts in einige Häuser ein. Sie kleidete sich weiterhin als Junge. Das Haar schnitt sie kurz ab und färbte ihre flammend rote Mähne pechschwarz, um die Verkleidung zu verbessern. Außerdem blieb sie so weit wie möglich außer Sichtweite, denn in Weißlauf gab es nur wenige Dunkelelfen. Eines Tages gelang es Strenz für sie beiden, den Auftrag zur Bewachung einer Händlerkarawane zu ergattern, die gen Osten reiste. Der einarmige Feldwebel sah sie skeptisch an. »Dunkelelfen«, lachte er vor sich hin. »Es ist wie ein Wolf abstellen, um die Schafe zu bewachen, aber ich brauche Leute, die mit Waffen gut sind. Und so nah kommen wir nicht an Morrowind. Ihr werdet uns wohl nicht verraten.« Und unsere Straßenräuber schneiden dir genauso gern die Kehle durch wie mir. Mit diesen Worten wandte er sich um Strenz Wohlwollen zu betrachten. Plötzlich drehte er sich blitzschnell wieder zu Barentia um und zückte sein Kurzschwert. Im Handumdrehen hatte sie den eigenen Dolch gezückt und war in Verteidigungshaltung. Strenz zog ebenfalls ein Messer und war in Windeseile hinter ihm. Der Mann ließ das Schwert fallen und lachte abermals. Gar nicht schlecht, Kinder. Wie steht's mit euren Künsten im Bogenschießen, Dunkelelf? Barentia gab eine kurze Kostprobe ihres Könns. »Na, ich hab schon Schlechteres gesehen. Und ein Junge, der nachts gut sieht und hört, den können wir brauchen. Bessere Kampfgefährten als vertrauenswürdige Dunkelelfen gibt es nicht. Ich muss es wohl wissen. Habe selbst unter Symmachus höchstpersönlich gedient, bevor ich den Arm verloren habe und als Invalide aus der Armee des Kaisers ausscheiden musste.« »Wir könnten sie verraten. Ich kenne Leute, die uns viel Geld dafür geben würden.« meinte Strenz später, als sie sich zum letzten Mal in der baufälligen Gaststätte schlafen legten. »Oder sie gleich selbst ausrauben. Barry, diese Händler sind sehr, sehr reich.« Barentia lachte. »Was würden wir denn mit so viel Geld anstellen? Und außerdem brauchen wir einen Schutz auf der Reise genauso sehr wie sie den unseren. Wir könnten uns einen kleinen Hof kaufen, Barry. Nur du und ich.
und uns niederlassen und immer glücklich sein. Was für ein Bauer, dachte Barentia verächtlich. Strenz war durch und durch bäuerliche Abstammung und hatte nichts als bäuerliche Träume, doch sie sagte nur, hier nicht, Strenz. Wir sind noch zu nah an Finstermoor. Weiter im Osten haben wir bessere Chancen. Die Karawane zog nicht weiter als bis Sonnwach. Kaiser Tiber Septim I. hatte dafür gesorgt, dass relativ sichere und regelmäßige patrouillierte Straßen gebaut wurden. Die Zölle waren jedoch hoch und ihre Karawane versuchte diese durch Benutzung von Seitenstraßen möglichst zu umgehen. So waren sie aber natürlich Wegelagerern und Straßenräubern, Menschen wie Orks sowie umherziehenden Banden verschiedenster Rassen ausgeliefert. Doch das war die alltägliche Gefahr in diesem Geschäft. Zwei Überfälle dieser Art ereigneten sich, bevor sie Sonnwach erreichten. Ein Hinterhalt, vor dem Barentias hervorragendes Gehör sie jedoch rechtzeitig warnte, sodass sie die Räuber von hinten überraschen konnten und ein nächtlicher Überfall durch eine gemischte Truppe Khajiit, Menschen und Waldelfen. Letztere waren erfahrene Kämpfer und sogar Barentia hörte sie nicht rechtzeitig, um schnell genug eine Warnung ausgeben zu können. Dieses Mal wurde hart gekämpft. Zwar konnten sie die Angreifer abwehren, doch zwei der anderen Wachen der Karawane ließen dabei ihr Leben und Strenz steckte eine üble Schnittverletzung am Oberschenkel ein, bevor es Barentia gelang, die Kehle seines Angreifers, einen Khajiit, durchzuschneiden. Barentia genoss dieses Leben auf gewisse Weise. Der knurrige Feldwebel hatte sie ins Herz geschlossen und so verbrachte sie den Großteil ihrer Abende am Lagerfeuer und hörte seinen Erzählungen über Kämpfe in Morrowind mit Tiber Septim und General Symmachus zu. Diesen Symmachus hatte man zum General berufen, nachdem Gramfeste gefallen war. Er ist ein guter Soldat, dieser Symmachus, wirklich. Aber gute Soldaten reichen nicht für Morrowind, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber darüber wisst ihr wohl alles, schätze ich. Nein, eigentlich nicht, meinte Barentia bemüht, möglichst nonchalant zu wirken. Ich habe fast mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Meine Mutter hat einen Mann von dort geheiratet, sind aber beide tot. Was ist denn mit der fürstlichen Familie von Gramfeste passiert? Der Feldwebel zuckte mit den Schultern. Habe ich nie erfahren. Vermutlich sind sie tot. Es gab eine Menge Kämpfe, bevor der Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet wurde. Derzeit ist es ziemlich ruhig. Vielleicht zu ruhig. Wie die Ruhe vor dem Sturm. Wollt ihr da etwa wieder hin? Kann sein, entgegnete Barentia. In Wahrheit zog sie Morrowind unwiderstehlich an, besonders Gramfeste. Sie fühlte sich wie eine Motte, die in ein brennendes Haus fliegen muss. Strenz bemerkte das und war gar nicht froh darüber. Insgesamt war er unfroh darüber, dass sie nicht zusammen schlafen konnten, sie war ja angeblich ein Junge. Barentia vermisste das zwar auch, aber anscheinend längst nicht so sehr wie er. Der Feldwebel wollte sie für die Rückreise gleich wieder anheuern, doch sie lehnten ab. Dennoch gab er ihnen mehr als vereinbart gewesen war und außerdem ein Empfehlungsschreiben. Strenz wollte sich dauerhaft in der Nähe von Sonnwach niederlassen, doch Barentia bestand darauf, ihre Reise gen Osten fortzusetzen. »Ich bin die rechtmäßige Königin von Gramfeste«, sagte sie, auch wenn sie sich nicht ganz sicher war, ob das stimmte. Vielleicht war es ja auch nur der Tagtraum eines einsamen, verlorenen Kindes gewesen. »Ich will nach Hause. Ich muss nach Hause.« Das zumindest stimmte. Ein paar Wochen später gelang es ihnen, eine andere Karawane zu finden, die gen Osten zog und sie anheuerte. Zu Beginn des Winters hatten sie Rifthorn erreicht und näherten sich der Grenze zu Morrowind, doch das Wetter war in den letzten Tagen immer rauer und kälter geworden und sie erfuhren, dass vor Mitte des Frühjahrs keine Händlerkarawanen mehr losziehen würden. Barentia stand auf der Stadtmauer und starrte gebannt über die tiefe Schlucht, welche Rifthorn von den schneebedeckten Bergen trennte, die Morrowind auf der anderen Seite schützten. »Barry«, sagte Strand sanft, »Gramfest ist noch weit, fast so weit, wie wir bisher gekommen sind, und das Land bis dorthin ist wild, voller Wölfe, Banditen, Orks und noch viel Schlimmerem. Wir müssen bis zum Frühjahr warten.« »Immerhin Turm Silgrod gibt es«, entgegnete sie. Turm Silgrod war eine Stadt der Dunkelelfen, die um ein uraltes Minarett herum entstanden war, das die Grenze zwischen Himmelsrand und Morrowind bewachte. »Die Wachen auf der Brücke lassen mich nicht durch, Barry. Das sind die besten Truppen des Kaisers, sie sind absolut unbestechlich.« »Wenn du gehst, musst du alleine gehen. Ich werde nicht versuchen, dich aufzuhalten. Aber was willst du dort tun? Turm Silgrod ist voll mit Soldaten des Kaiserreichs. Willst du für sie die Wäsche waschen? Oder dich von ihnen aushalten lassen?« »Nein«, sagte Barentia langsam und nachdenklich. »So uninteressant war die Idee eigentlich nicht. Sicher könnte sie ihr Auskommen haben, indem sie für Geld mit den Soldaten schlief. In Himmelsrand hatte sie einige Abenteuer dieser Art erlebt. Gelegentlich hatte sie sich als Frau gekleidet und war von Strenz weggeschlichen. Sie suchte eigentlich nichts weiter als ein bisschen Abwechslung. Strenz war sehr lieb, aber eben langweilig. Sie war überrascht, aber auch sehr erfreut gewesen, als die Männer ihr hinterher Geld angeboten hatten.
Strenz war darüber sehr unglücklich gewesen. Wenn er sie erwischt hatte, hatte er erst eine Zeit lang getobt und dann tagelang geschmollt. Er war recht eifersüchtig und hatte sogar gedroht, sie zu verlassen. Was er allerdings nie tat und auch nicht konnte. Doch die kaiserlichen Wachen waren in jeder Hinsicht eine raue, brutale Bande und Barentia selbst hatte schon einige sehr hässliche Geschichten am Lagerfeuer gehört. Bei Weiben die schrecklichsten hatten alle Armeeveteranen mit Stolz erzählt. Sie hatten natürlich versucht, sie und Strenz zu beeindrucken und zu schockieren, das war ihr klar, aber genauso gut wusste sie, dass ein wahrer Kern in alledem steckte. Strenz hasste diese Art von Erzählungen, ganz besonders, wenn sie es hörte, aber ein Teil von ihm war dennoch fasziniert gewesen. Barentia spürte das und hatte ihn ermutigt, sich auch andere Frauen zu suchen, doch er sagte, er wolle niemanden außer ihr. Sie sagte ihm unmissverständlich, dass sie keine solchen Gefühle für ihn hegte, aber dass sie ihn doch mehr mochte als sonst irgendjemanden. »Warum gehst du dann zu anderen Männern?« hatte sie Strenz bei einer solchen Gelegenheit gefragt. »Ich weiß es nicht«, Strenz seufzte. »Angeblich sind alle Dunkelelfen so.« Barentia lächelte und zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Oder vielleicht doch. Ja doch, ich weiß es.« Sie wandte sich um und küsste ihn liebevoll. »Ich glaube, das ist wohl die einzige Erklärung, die es gibt.« Huh, okay. Definitiv eine sehr, 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 sehr detailreiche Story. Bin gespannt, ob alle Barentia-Bücher so ausgiebig sind. Ich sollte mal... Ich sollte mal weiter üben. Weiter Mystik üben, damit wir da stärker werden. So. Wir sind immer im Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, ich auch. Wer einverstanden? Sollte das etwa ein Das ist sicher. Wie niedlich. Ich meine, eine Möglichkeit, die ihr bei dem Spiel nicht immer schlecht. Habt, ist, das Spiel, glaube ich, in die Unendlichkeit zu treiben. Dass ihr gar nicht gezielt versucht... Hört auf, oh, das ihr wollte seid ich nicht. Erbärmlich. Ihr, das ist ziemlich gut. Ihn zu überzeugen, sondern ihr, das Gegenteil. Das ist ziemlich gut. So, einverstanden. Ich so. Seht euch vor. Jetzt mag uns wenigstens eine Wache in Bruma. Sodalö. Freunde der Nacht. Es geht... Oh, Moment. Entschuldigung. Es geht Richtung Kaiserstadt. Mal sehen, ob wir den Ort unserer Begierde finden. Eine kleine Höhle, die vermutlich von Ding bewohnt wird. Ah, ich sag's euch noch nicht. Ich hab's auf dem Bild gesehen. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Auf dem Bild war's... Was angezeigt? Was gibt es? Und? Ihr habt Dank. Der nicht. Also die Wachen sind noch so semi. Wo habt ihr den? Optimistisch gegenüber uns eingestellt, gell? Wenn ihr den Mund aufmacht. Ah, wo habt ihr den? Ah. Oh, es ist sehr nett. Ihr lügt. Ah, der gefällt mir. Ihr lügt, wenn ihr den. Das ist. Versteht. So, let's go. Wir müssen. Dahin. Und bis dahin können wir fleißig starke Warnung üben. Um unsere Mystikfähigkeit ein bisschen zu pushen, Freunde. Boah, also. Ich sage euch, wie es ist. Ich liebe die Elder Scrolls Lore. Aber so ein 52-seitiges Buch. So interessant es irgendwo auch ist, ist schon auch so... Ja, ich will jetzt nicht unfair sein und sagen, es zieht sich, aber... Ja, so ein bisschen schon. Oh, moin. Warte mal, gib mir mal Seelenfalle kurz. Danke dir. Guck mal, hier eigentlich die Fackel draußen.
Man könnte in diesem Spiel so wilde Challenges machen. Gerade eben, als ich so an den Strand geguckt habe, dachte ich mir so, stell dir vor, du versuchst dich hier als Perlentaucher. Sodass du nur dein Geld nur mit Perlen verdienst. Also wie weit würdest du da kommen? Ist das die Höhle, oder? Ja, das ist sie. Oh, wild, da sind sie schon. Alles klar, Freunde. Oh ja, das sind nicht wenige. Stark auf jeden Fall, schöner Schuss. Okay. Es sind Goblins, Freunde. Der Vorteil an Goblins ist, dass die, glaube ich, nur Schwächen haben, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber die Rüstung dieser Kriegsfürsten ist solide. Eisern. Oh, ist ein Bogenschütze. Wo ist jetzt der Dude? Hallo? Eins gegen eins, Bruder? Was sagst du? Aua! Okay, der war nicht schlecht. Jetzt fange ich hier an den Küsten einen Krieg mit irgendwelchen Scheißgoblins an. Moin. Oh, wow. Boah, die Eisenpfeile sind natürlich auch ultra-bottig. Aber ich muss sie halt auch irgendwie nutzen, gell? Ich meine, sie verbessern ja trotzdem unsere Schützenfertigkeiten. Aber seht ihr, wie stark dieser fucking Dude ist? Das ist heftig. Oh, not bad. Konzentrier dich bitte auf deinen, okay? Du hast damit Probleme genug. Wie ich deutlich sehen kann. Die Fettrückenhöhle, Freunde. Herrlicher Name. Da drüben ist ja eine Schlammkrabbenplage. Wo ist denn das? Ah. Hi. Hast du mittlerweile geschafft, den ersten zu töten? Scheiße. Oh, er geht in Nahkampf. Da liegt er. Ach ja, Goblins. Ich glaube, wir hatten sie jetzt echt lang nicht mehr. Okay, Bruder, du willst es nicht anders, gell? Das ist nicht smart von dir. Das Ding ist, sie halten halt scheiß viel aus. Also es ist wirklich unnormal. Stark. Starker Move. Und so eine Goblin-Höhle, ne? Wenn die recht tief ist. Ist das eigentlich dann. Ah, deswegen war die da. Sah das so aus, als wäre die im Fluss drin. I see. Ja, es macht sogar halbwegs Sinn. Und das da oben ist Festung Magier, genau.
Sehr gut, Junge. So, wo ist der Eingang hier? Da vorne. Ist jetzt halt so ein bisschen bitter. Ich hab... Irgendwie... Mir hat es Spaß gemacht, Waffenschmiedekunst zu verbessern. I don't know. So, Freunde. Die Fettrückenhöhle. Ein kleines Scheißding. Yes. So muss Bogenschützen aussehen. So One-Shot. Und so soll die Höhle auch weiterhin aussehen. Wenig Kriegsfürsten, viele Ratten. Gar kein Problem damit. Unmöglichst nur eine Ebene. Stark. Die Ratte hat er gleich komplett weggehauen. Das war ein Fehler. Die healen sich halt auch ganz stabil, gell? Mein Pfeil. Prinz und Kraft. Oh. Die haben auf jeden Fall ein Rattenproblem hier unten. Nein. Was ist denn jetzt los, Alter? Okay, du kümmerst dich um ihn, ich kümmere mich um den Zombie. Ja, was heißt stark? Eigentlich war es nicht so stark. Aber ja, diese Goblins, also ne? Die solltet ihr auch niemals unterschätzen, Freunde, niemals. Jetzt nochmal in den Kampf geraten, dann werde ich den auf beim nächsten Mal beenden müssen. Aber ich will auch nicht zu früh aufhören. Wir haben so viel gelesen heute. Der ist auch heftig ausgerüstet. Komm mit. Mei, vielleicht liegt's auch echt. Ja, es sind halt pro Pfeil 5 Schaden Unterschied, gell? Also diese Eisenpfeile sind halt wirklich unfassbar unnütz. Und er hat ja dann doch Rüstung auch an. Zurück,
Falscher Zauber. Oh, Junge, halt dich zurück. Prinz und Kraft. Den machen wir noch fertig. Uff, uff, uff. Hat er einen verzauberten Streitkolben, oder was? Boah, ist das eine lange Lähmung. Ergebt euch, Sklave. Oh, nee, ich weiß nicht, warum der uns so hart erwischt hat einmal. Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Weil er hat keinen verzauberten Streitkolben. Aber wie dem auch sei. Wir arbeiten uns langsam in die Fettrückenhöhle und ich würde mich für heute verabschieden, Freunde. Wir sehen uns dann morgen wieder zu die Elder Scrolls für Oblivion. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.